Willkommen zu den Instagram Story Updates 2022. Wer sind wir? Wir sind die Pinatas, deine Instagram- und Business-Expertinnen. Wir wollen direkt keine Zeit verlieren und gehen in die Updates rein. Update Nummer 1, Filter nachträglich einsetzen in die Stories. Das bedeutet, du hast Stories erstellt, vielleicht mit einer externen App oder mit deinem Handy selber und willst nachträglich einen Filter einbauen. Gar kein Problem, inzwischen hat Instagram darauf reagiert und man kann eine kleine Auswahl, nicht die ganze Auswahl an den Story-Filtern, aber eine kleine Auswahl nachträglich auf die Stories einsetzen. Und jetzt zeigen wir dir, wie es geht. Instagram Story Update Nummer 2 ist ein riesen Burner und zwar Linksticker für alle. Normalerweise, früher war es immer so, dass du bis 10.000 Follower auf Instagram warten musstest, bis du eine Swipe-Up-Funktion machen kannst und einen externen Link platzieren kannst. Das ist jetzt alles Geschichte. Jeder kann jetzt einen eigenen externen Linksticker platzieren. Und so sieht es aus. Und wenn wir gerade bei dem Linksticker sind, bleiben wir auch dabei. Update Nummer 3, personalisierte Linksticker. Das heißt, du kannst nicht nur einen externen Link platzieren, sondern du kannst auch diesen Text auf diesem Linksticker personalisieren. Das bedeutet, ich würde dir immer raten, einen direkten Call to Action, eine direkte Handlungsaufforderung reinzusetzen, wie hier klicken oder zur Warteliste oder zum Produkt. Update Nummer 4 hat wieder was mit einem Button zu tun, aber es ist ein Du bist jetzt dran Button. Das bedeutet, dass wenn du diesen Button in deiner Instagram Story platzierst, die Leute draufklicken können und zum Beispiel sowas wie zeige deinen Morgenkaffee darauf reagieren können mit ihrer eigenen Story. Und wir zeigen dir jetzt auch, wie das funktioniert. Update Nummer 5, Story-Entwürfe. Eine lange Zeit konnte man die Stories immer nur auf das Handy drauf speichern und dann wieder hochladen. Aber was dann verloren gegangen ist, sind zum Beispiel die Countdown-Sticker oder die Abstimmungen, die musste man immer wieder nachträglich einfügen. Das ist jetzt Geschichte. Es gibt jetzt Entwürfe für die Instagram-Stories, wo die Sticker anklickbar sind. Update Nummer 6, animierte Emoticons. Das bedeutet, die Emoticons, die jetzt vom Text her in den Stories zur Verfügung dir gestellt werden, sind manchmal ein bisschen lame. Es gibt jetzt aber auch animierte Emoticons und wir zeigen dir, wie du sie einfügen kannst. Bevor wir zum letzten Update kommen, würde es mir die Welt bedeuten, wenn du hier unter diesem Video kommentierst, ob du schon Stories erstellt hast und wie du mit diesen ganzen Buttons und hier und da und links zurechtkommst.
So oft wurde dein Post in der Story von anderen geteilt. Das bedeutet, Instagram zeigt dir inzwischen, wie oft wurde dein Post in der Story geteilt von anderen Benutzern. Und wir zeigen dir, wie du das jetzt findest. Und wenn du jetzt wissen willst, wie gescheit du deinen Post aus dem Feed in der Story vorankündigen kannst, haben wir jetzt hier ein Video für dich verlinkt mit 5 kreativen Ideen, wie du das erstellen kannst. Viel Spaß dabei!